Wollen wir jeder ein anderes Pokémon? Warte mal, hier kann man so. Hier kann man. In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Ein Deckel verhindert, dass Staub hineinfällt. Alles klar. Man kann hier Sachen untersuchen, das ist voll cool. Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Digga, warum macht man hier eine Feuerstelle mitten im Raum? Alter, ihr fackelt doch alles ab. Vor allem, wenn man hier Bambus drüber macht. Wie hohl ist das bitte? Okay, verlassen. Bin ready, meinen Starter abzuholen. Hundertprozentig jetzt, ne? Hier. Erstmal skippen. Die fragen mich bestimmt, wie ich geschlafen habe. Bla bla. Achso, ne, lass uns zum Hauptsitz gehen. Das könnte auch wichtig sein. Wir haben so Bock zu fighten langsam rein. Gib mir ins Kämpfe, Alter. Ich will kämpfen. Ich will andere Pokémon scheppern. Das war bei Pokémon früher schon immer das Heftigste, Ekelhafteste, Schlimmste. Diese Anfangszeit, Digga. Bis du endlich loslegen kannst einfach. Ja. Lass mich kämpfen! Die Kämpfe sind wild, ich sag's euch. Du kannst einfach rumlaufen und so. Ist das ein Singleplayer? Nein, das ist Multiplayer tatsächlich. Das ist Open World, ne? Ich weiß nicht, inwiefern der Multiplayer da läuft, aber... Ja, also ist noch schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es Open World. Kannst überall rumlaufen und so. Und Multiplayer wurde halt tatsächlich sehr wenig noch geleakt. Ey, Wisinio. Mhm. Ich habe gerade 40.000 Punkte erreicht. Boah, ist das böse. Also ich sag euch so, ne, ich spiele Pokémon nicht mit umgedrehten Controller, Digga. Das sag ich schon mal vorab. So, das ist ein Abra. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Komm her, ich bin Long Dong. Ich glaube, ich bin hier zum Nutzen. Wow, diese Tasche steht hier echt gut. Dann mach dich auf den Weg, Lumia. Hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Lumia! Die Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Oh, Baby. Öffne die Karte auf dem Archeos-Phone und drücke den Y-Knopf. Okay. Hey, Junge, die labern mich nur voll, Digga. Ich hab das jetzt schon zweimal gemacht. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Professor Laven. Long Dong geht ab jetzt. Komm, jetzt laber nicht. Oh! Bautz! Heuri! Und Otata! Nun denn, Long Dong, such dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit deinem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel. Aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für. Aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Wen habt ihr genommen? Bautz. Aber du auch? Habt ihr alle Bautz? Mhm. Wen soll ich nehmen? Chat, wen soll ich nehmen? Feurigel? Hier diese Lumia, die steht. Nein, Spaß. Feurigel, Bautz oder Otaru? Wen soll ich nehmen? Ich nehme mal drei. Ich gehe mal hier in Zoom rein. Guck mal, den Süßen hier. Guck mal, ui, feini. Feurigel, der sich auch unsichtbar werden kann. Dann Bautz, der Gymnastikball in Real Life. Digga, oder ist auf Bautz zu fronten, Mann. Was ist denn los, Digga? Bist du Stress mit mir oder was? Oder Otaru, der kleine, süße, weiß-blaue. Mit bisschen Türkis. Und mit Muschelbusch. Hat er kein Muschelbusch? Guck doch! Muschelbusch? Also ich kann dir nicht mit Feurigel nehmen an deiner Stelle. So, wen soll ich nehmen? Feurigel. Eine gute Frage, ne? Dashi, sag mal, wen ich nehmen soll. Also die Kugel ist schon geil eigentlich, ne? Sehen alle kacke aus. Guck mal, Dashi ist schon wieder so ein Hater, ne? Also ich finde. Also Alter, Feurigel ist eigentlich mein Favorite gewesen, aber Crawly hat mich halt so geil gemacht auf Bautz, Digga, mit dieser Flug-Pflanze-Dingens-Kombo. Ich glaube, Bautz ist actually das einzige davon, was ein Dual-Type hat im Endeffekt, ich bin mir auch nicht sicher. Aber Bautz hat auf jeden Fall eins. Otaru ist doch Wasser nur, ne? Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob er Wasser-Stahl wird, aber ich meine nicht, ich glaube, Otaru ist nur Wasser und Bautz ist das einzige, was Dual-Type ist, wenn es sich entwickelt.
vielleicht auch jetzt schon. Und Bautz wird zu so einer Eule, die eine Armbrust hat und sowas. Warte mal, wie sieht, ich muss erstmal gucken, wie Otaro aussieht, entwickelt, weil so eine Kugel habe ich keinen Bock. Nein, wie ja, Bautz. Ich guck mal, Bautz Entwicklung auf Google. Ach, oh, so eine hässliche Eule, Digga, da sehe ich mich auch gar nicht, ne? Ja, das war was eigentlich. Hat der, kriegt er vier Beine, Otaru? Der wird so ein richtig großes Ding. Atmurai, ja, Mann. Okay, doch, sieht irgendwie doch cool aus. Würde Otaru den stärksten nehmen, aus. Kappa, ey. Er hat nämlich auch Bautz, ne? Hä, ich kann ihn nicht fangen, Digga, was ist hier los? Ich nehm Bautz. Mech zu Bautz zu deinem. Aber guck mal, Long Dong Bautz, das passt. Möchtest du Bautz zu deinem ersten Partner machen? Wer Feuerriegel nicht nimmt, schwach. Digga, Prey. Feuerriegel OG. Feuerriegel ist auch OG, aber guck mal. Crawley hat gesagt, Bautz ist der einzige Typ, der Boden und, also Pflanze und was noch? Luft? Flug. Flug, ja. Und da Pflanze effektiv, Flug hat. Effektiv gegen Pflanze ist, ist das schon ein Vorteil, dass du halt. Feuer am geilsten, außer bei Diamant, da war Empoleon King. Ich nehm jetzt. Das Niceste, aber Bautz ist schon Baba. Ich nehm Bautz, weil erinnert mich halt auch einfach an diesen Gymnastikball, der hier am Start ist. Ich sag dir ehrlich, ich hab immer Pflanze genommen. Bis auf Feuerrot bei Glumanda. Guck mal, Bautz. Wegen Glumanda. The Clue, danke für den Follow, willkommen. Das ist fucking Dicklat, Digga. Ruhe auf den billigen. Meinst du es Dicklat, Alter? Also Ruhe auf den billigen. Meinst du das, weil man kein Sub ist? Oder was meinst du, mein Schuss? Dicker, er macht dir ein Foto, hat er jetzt von mir gemacht, mit Kamera. Junge, der Typ ist so ein Weirdo mit seiner komischen. Mit Digga, komischen das Spiel, Ding Alter. Ist, ich würde zu 100% von Anfang Feuerriegel nehmen. Aber ich habe einfach Bautz genommen. Weil irgendwann kommt dann dein Enemy oder so, immer Gary oder so damals, dann hast du halt wirklich Problems irgendwann gehabt, weil er einfach ein Anti hatte, weißt du? Und Bautz könnte halt wirklich regeln. Der Bautz ist halt trotzdem weak gegen Feuer so, aber du hast halt trotzdem einen Dual-Type dann entwickeln so. Ich nehme eigentlich immer Feuer, ich habe immer Feuer genommen. Ich habe immer Pflanze genommen. Ich habe immer Wasser genommen, weil fast in jedem Orden der erste, in jedem Spiel der erste Orden Steinorden war. Der geht mit Pflanze auch gut klar. 20 Pokebälle, jetzt habe ich schon 70, Digga, die Wollmütze ist irre. Dich los, Digga. Einfach direkt Zap reingehauen und jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ich küsse doch dein Herz, danke, Digga. Trocken, geh mir nicht auf den Sack, Junge, nerv nicht, spiel Pokémon, Digga. Kommentier mal ein bisschen, halt die Fresse so ein auf den. Kuss, danke. Ja, Prey ist schon true, aber wenn man so beim Anfang darauf achtet, was das für Typen sind, dann macht ein Dual-Type schon sehr viel Sinn. So. Okay, begib dich zum Haupttor des Dorfes. I'm ready mit Bautz in meinem Bett liegen, Frauen. Jetzt haben wir alle Bautz, Digga. Jetzt mal gucken, was wir aus dem Team sonst machen. Warte, einmal, ah, Digga, mit der Frau. Scheiße, ich bin voll falsch gelaufen. Was, Digga, für ungewöhnliche Kleidung, wo hast du sie nur her? Aus deinem Arsch, gönn doch. Was, bin ich äußerlich? Du, guck sie mir mal an, ich schwöre. Bin ich äußerlich? Bin ich äußerlich? Ich will dir so die Brille wegknallen, Alter. Hey, jetzt warte, ich zieh mich jetzt hier um, jetzt krieg ich hier auch so eine. Wie ist das Game bis jetzt? Ich muss sagen, ist wirklich was anderes zu den anderen Pokémon. Also bis jetzt enjoy ich, aber halt Kampfsystem und so kann ich hier noch gar nicht überurteilen, ne? Junge, die Forschungsuniform sieht so behindert aus, Alter. Ich seh aus wie einer von Naruto, Digga. Boah, Prey, das ist krass. Ich bin Volvo? Heißt der Volvo? Hab ich richtig gelesen? Ne, Volvo. Ich dachte schon, er ist Volvo, Alter. Ist er Auto geworden? Digga. Volvo, Alter. Einfach Transformer, Digga. Der ich Volvo. Eher nicht, Digga. Nein. Du gefällst mir immer besser. Jemand wie dich trifft man nicht alle Tage. Kuss. Bruder, er nötigt mich, Digga. Zeig mal dein Lörres on Stream. Digga, ich schwöre, ich habe hier diese Forschung. Ich heiße Long Dong. Die sehen aus, als hätte Kanye West wieder was Neues rausgebracht. Alter. Oh, Volvo von der Ginkgo-Gilde fordert dich heraus. Komm her, ich schick dich. Togepi. Alter, Togepi, hammersüß. Damals von Misty immer, ne, Togepi? Ja, ja, normal. Kampfbeginn. Boah, guck mal, Digga, man kann so da einfach rumlaufen kannst und so, das ist voll krass. Windstoß. Oder Bautz, zeig mal, was du kannst. Ding, 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 ding.
Guck mal, Bowser hat richtig Bock, seht ihr? Oh, und noch ein Windschuss. Bam, Digga. Junge, ey. Mein kaputt, hey, Junge. Tut mir nicht weh, Digga. Morbius ist so mad, Alter. Baut schon niedlich. Ja, Bowser ist halt, guck, warte mal, Prey, ich weiß nicht, ob du vorhin schon im Stream da warst, aber zeig dir mal, wie Bowser aussieht. Jetzt musst du eigentlich Pokémon-Titel, deinen Facecam haben, Bowser. Musst du eigentlich... Ich schwör's euch, das ist Bowser. Musst du eigentlich bearbeiten jetzt und musst nur Bowser so da hinzufügen, Digga. Hast du dieses Bowser-Gefühl hier eigentlich her? Den habe ich hier ausgetrunken, also die Hugo hier auf entspannt. Und gerade trinke ich Gorbatschow, weil ich nichts anderes habe. Und wenn die Gorbatschow leer ist, ist noch so ein bisschen hier. Dann trinke ich noch meine Jackie zu Ende, ist auch noch so ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ne, ist noch früh. Aber ich muss morgen um 10 Auto gucken. Ich muss um 6, bald, halb 7. Morgen? Ja, Mann. Pum. Am Arsch, ey! Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Junge, piss dich, Wollo, Alter. Wollo ist so ein Name, das erinnert mich am Voltoball, ey. Fünf ja. Tränke, ich küsse doch dein Herz. Sorry, dass ich beleidigt habe. Ich schwöre, der Cheffi hat mich einfach rausgelockt. Was schaust an, du Knecht? Die Klasse zeigt sich wieder von der besten Seite, Digga. Was meinst du mit was schaust du, Knecht? Schuko ist hier im Stream links. Guck. Warte, man sieht mal Schuko? Ich zeig ihn mal. Zeig ruhig, Bruder. Ja, man sieht. Hallo, hier bin ich. Hallo. Da ist Schuko am Start, deswegen guck ich immer noch da. Kraulig, zeig mal Sternhimmel. Voila, ja. Wir gehen jetzt zum Haupt des Dorfs und. Hast du den Pokémon gefangen, Crowley? Ach so, Auto? Ich schaue mir ein Hyundai Kona an, aber halt Neuwagen. Familienauto halt, ne? Aufnahmeprüfung. Für Frauen, Kinder oder was? Digga, wieso sehe ich so lash aus? Warte mal, stopp. Graslandbasis? Hier, ich will hier hin. Ja, ist mein Ziel. Richtiges Dorfauto, ach, dash, hör auf. Du bist auch so ein Dorfjunge. Junge, man muss die Sachen herstellen, Pokebälle herstellen. Anleitung Pokeball, die Anleitung zur Herstellung eines Pokeballs. Ach Gott. Für Lübeck. Ja, mal laber nicht. Ich schwöre wegen dir, Crawley. Ja, moin, einfach auf Crawley schon geschrieben. Einfach Dings. Mische auf Hose gemacht, Digga. Junge, wegen dir, Crawley. Junge, ich mein Dashi. Crawley, mach mal halblang. Crawley, Junge. Dashi wird einfach frech hier. Dashi, Digga, ich weiß gar nicht, wo er sich... Schön, Dashi ist so ein richtiger... Du Internet-Rambo. Das ist Dashi. Du Internet-Rambo. Dashi ist halt so ein Internet-Rambo, weißt du, er schreibt im Chat groß, aber wenn man ihn dann anspricht, dann hört man wieder nichts. Digga, das ist immer gleich. So, jetzt lass mich mal hin. Zack, zack. Ich will mein erstes Pokémon fangen. Fang ein Bidita, um die erste Bedingung für das Bestehen deiner Prüfung zu erfüllen. Wie weit bist du, Crawley? Wie viele Pokémon hast du schon? Man muss jetzt 3 fangen für die Prüfung, Digga. Das habe ich schon gemacht. Das ist cool. Oh, die behältst du halt nicht. Die fängst du halt immer noch. Obsidian Grasland. Lass ich bin dabei. Ich bin dabei. Safe doll. Also, ich mach. Das ist Pizza. Aber Jesus wird das schon schaffen, Digga. Ja. Bidiza hat eine friedliche Veranlagung, ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Ich küsse doch dein Herz, schöne Dame. Zum Amüsieren gedrückt halten. Die Labe, du musst ein Pokémon werfen, um Bidiza zu fangen, okay? Hier, guck mal. Anvisiert. Und. Zack! Lachs, gib ihm. Und. Batsch, Digga. Da ist er. Da ist er doch. Bidiza! Du hast einen Bidiza gefangen. Gut, lass uns jetzt nach den anderen Pokémon suchen. Wird gemacht. Digga, die sollen nicht so viel babbeln. Ich will doch nur diese Pokémon. Die reden echt viel, ne? Bisschen am Anfang, muss man schon sagen. Digga, ist anstrengend. Sein Onkel, Digga, glaub mal.
Dieses ganze Gerät ist Starilili. Nein, Starilili sieht sehr ängstlich. Achso, Starilili sind sehr ängstlich. Sie ergreifen sofort die Flucht. Ich fang dich, komm her. Achso, man kann. Hier, drücke den B-Knopf, um sich zu ducken. Okay. Also, ich muss geduckt das Starilili fangen. Hier, kack. Zack, ich gehe hier ins Gras rein. Guck mal, zack. Und dann werfe ich von hier. Was macht gleich den Ninja? Einfach ein Pokémon! Ich werfe ein Pokémon. Ich werfe ein Pokémon. Zack, Starilili gehört auch in meinen Pokédex. Okay, hier, zack, wo ist das Muchti, Digga? Jetzt fehlt mir nur noch ein Pokémon. Voila. Kein so, ne? Zieh dir mal ein paar Bierlis rein. Bierlis, Digga, hab ich noch nie gehört. Geil. Juke, was geht? Oh, hallo. Hallo. Okay, pass auf. Zack. Achso, ja, moin. Ja, moin, Digga, wer weg. Ich bin auf dem falschen Account eingeloggt. Here I am. Zwei in einer Person. So das, warte mal, wie geht dieses Lied nochmal, wenn man Dings was komplett falsch gemacht hat, was du nicht machen wollte? Ah, scheiß drauf, Digga. Macht euch bereit, hab viel Liebe im Back. Boah, der Clue sehr nice. Hör ich gerne, Brudi. War gerade so überrascht. Bro. Ja, safe, glaube ich dir, ey. Aber du bist. Warte mal, dann war das gar nicht. Dann war das gar nicht Juke, der vorhin reingefolgt ist. Nee, war's auch nicht, was vier. Was hast du? Vor allem nach einer Stunde kommt das erst raus. Nach einer Stunde, ey. Oh, lost, ey. Lost. Nach einer Stunde erst gecheckt. Jawohl, da bin ich. Perfekt. Nice. Ja, egal. Doppelten Follow, wenn du jetzt noch mit Sophia reinkommst. Schadet meinem Channel hier nicht. Alles gut, Digga. Normal, die Klut, wir hören uns. Ich küsse dein Herz, die Glas. Lol. Ah, da ist sie, ja. Aber wie schnell hast du dich ein- und ausgeloggt, Alter? Warte mal, irgendwas mit Kämpfen habe ich jetzt gelesen. Oh, stopp. Du wirst erstmal fangen. Kann ich das fangen? Hey, wer ist denn Wisinho, hey, Digga? Was, stopp. Gegen Shinox musst du kämpfen, Bruder. Der will nicht. Ja, wie kämpfe ich? Du drückst X unten rechts. Ah, und X. Nee, Bruder. Achso. Nicht X. Du musst X drücken. Ah, wie cool ist das? Ja, ich hab keinen Hype. Wow. Digga, shish! Blattwerk, Digga. Alter, wie cool ist das denn bitte, Alter? Heftig. Sieht sich aufmerksam an. Aber das kann ich nicht fangen? Doch, du warte mal, ich level gleichzeitig. Soll ich Starilili gleichzeitig mit leveln? Ja, ne? Warte, wie wechsle ich Pokémon? Soll ich kurz zu? Nee, nicht halt Pokémon. Wieder X drücken, Digga. Mhm. Wenn du Ball werfen kannst. Starilili? Nein, ich hab's besiegt, Digga. Ich hab Starilili raus. Windstoß Starilili. Digga, ihr müsst auch kampfen, ne? Nicht besiegen. Hm? Ja, es war aus Versehen, Digga. Das ist jetzt nicht so mit mir. Sehr nice. Bruder, ich hab dir immer gesagt, du solltest mal so einen Lesekurs. Du hast Shinox besiegt. Let's go. Golli, Digga, scheiß auf dich. Weiß ich doch. Ach, guck mal, ich kann mal so Pokémon switchen. Ah, okay. Kann ich das jetzt fangen? Ich kann es immer noch nicht fangen. Wieso nicht? Du musst warte erst auf X drücken, damit du die Bälle wieder so packst. Ja, Bro, das ist, Digga, ich bin so überfordert. Halt. Da steht, was du drücken musst. Ja, aber da, er ist rot. Der ist rot. Du drückst X, wechselst wieder auf die Bälle unten und dann machst du R2. Ja, aber guck mal, er ist voll fokussiert auf mich. Warum? Oder fang oder das. Es geht nicht. Er war Fokus. Pull Pokémon raus. X drücken. Pass auf. X, Bruder. Ja. X ist wirklich X. Oben. Ja, warte, ja. Warte. Ja, aber ich will nicht Starilili einsetzen. Das ist shiny. Wie, das ist shiny? Als wenn das shiny ist. Und jetzt kannst du es fangen, Digga. Warum ist das shiny? Als ob. Das ist nicht shiny, nein. Train, Digga, der absolute, Digga. Chinese ist golden. Ey, ich bin entkommen. Ich wollte nicht entkommen.
Warte, chill mal, Bruder, ich bin so lost auf Switch, Digga. Ich weiß gar nicht, die Knöpfe, das steht X, ich drin die ganze Zeit unten. Bruder, bin ich lost. Junge, verpiss dich von mir, du scheiß Pokémon. Normal ist das. Frey, Digga, du bist so lillig. Bruder, wie werfe ich das? Erstmal Pokémon werfen, ne, sagte sie. Ja, du musst X drücken und dann... Ah, hier, yeah, ja, okay, jetzt hab ich das. Da kommt dieses Zeichen, Digga. Ich hab so, ihn aber jetzt, doch schon auseinandergenommen. Jetzt machst du ein, zwei Attacken, Digga. Einmal, warte mal, Starili, die fuckt mich ab. Ich muss Bounce erstmal leveln hier. Ich wollte nur gucken, wie das geht erstmal, aber es ist voll kompliziert. Ich muss auf Controller gucken. Ich fühle mich gerade, ich schwör's euch, ich fühle mich gerade, als würde ich vor 12 Jahren irgendwie oder keine Ahnung wie lange her mit Controller anfangen zu zocken und ich muss auf die Tasten gucken. Kampf. Gut. Windstoß. Baus war nicht glatt. Ein Volltreffer. Glatt weg. Guck mal, ist jetzt so ein Balken und den kann ich nicht fangen, ne? Weil ich ihn auch schon sofort fangen könnte, Digga. Das ist bei mir direkt drin geblieben. Oder bei mir will er nicht rein. Guck, ich gehe jetzt auf meinen Ball. Ja. Ich bin doch auf meinen Ball jetzt gerade, oder nicht? Du musst R2 drücken. Ah, Junge, ich bin so lost, Digga. Digga, ich schwör's euch, ich war noch nie so lost in einem Spiel als gerade, Digga. Hauptsache, Schein ist es drin. Shiny, ne? Prey. Ich mach nächsten Videotitel. Mein erstes Shiny! Das ist nicht Shiny. Ich hab den in Shiny. Ja, komm. Ach, Prey, du meinst das ernst, lol. Ich dachte, das war ein Joke. Durch Giveaway. Na krass. Ja, Prey will sich gerade rausreden. Ja, ja, wisst ihr da was? Ärgern. Das Dings Erinnerungsfoto. Wie glücklich ich war gerade. Bei einem Talent wie dem von Longdong war nichts anderes zu erwarten. Lasst uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestis Bericht erstatten. I am ready. Vor allem Sophia, danke für den Follow, falls ich mich noch nicht bedankt habe. Ja, ich sag euch so, es ist 20 Uhr und ich hab schon gut einen sitzen, Alter. Sekt ist. Ist Hugo Sekt eigentlich? Ja, ne? Ja, Mann. Das ist der einzige Sekt, den ich trinke, ich schwör. Du hast bald die Möglichkeit, deinen gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten. Digga, was zu lassen. Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. 6? 6. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. Als wenn noch nie jemand 6 Pokémon mit hatte. Sind die dumm? Hab ich richtig verstanden, ne? Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. 6 Pokémon zu tragen. Okay. Kommandantin Celestis erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz. Der Typ mit der Wollmütze. Eine coole Socke ist das. Ja, haben wir nicht am Anfang 50 Pokébälle bekommen? Ich wurde abgezogen von jemandem. Ich habe doch niemals 50 Pokébälle geworfen. Digga, du hast auch sein Handy geklaut. Ah, guck mal, hier kann man so R2 wechseln. Ja, easy, sag das doch von Anfang an, Mensch. Man muss doch reingehen, Digga. Ich mache hier die ganze Zeit Aufgaben für ihn. Betreten. I am hype, baby. Aber Digga, ich hab den Typ vorne angelabert und der wollte eine Aufgabe von mir. Ja, wir haben hier einfach einen Samurai, der hat sich, glaube ich, verlaufen. Mit Koteletten. Über uns im zweiten Stockwerk befindet sich das Büro des Expeditionsleiters. Unbekannte wie du haben da keinen Zutritt. Sorry, du Model, Digga. Sorry, dass der nicht hoch darf, weil ich noch nicht so cool bin wie du. Guckt ihn euch mal an. Mit seinem Pokéball hier in der Tasche. Nimm mal die Treppe hochgehen, Bruder. Guckt euch mal die Latschen an, Junge. Nimm mal die andere Treppe. Nimm einfach die andere Treppe. In die andere Treppe, Bruder. Ja, aber gut, der hat seine Augen und auch überall, du Pisser.
Ich werfe mein Pokémon auf dich. Wieso kannst du da denn nicht hin? Du musst erst mit der Bitch da reden. Da ist doch sogar ein Zeichen, wo du hinlaufen musst, Alter. Ja, ist einfach, der Typ ist zu stark. Nur durch seinen Blickkontakt darf ich Treppe nicht hochlaufen. Er hat auch wieder unsichtbare Mauer gebaut, der Ich glaube, ich werde mich aber hochverziehen in die Kneipe, weil ich verspüre gerade so diesen diesen ganz komischen Drang, mich absolut Feierabend zu schießen. Ich werde weiter Pokémon spielen und ich werde weiter im Stream sein und im Chat sein, aber. Das denn bleib mal hier, Digga, was ist das denn, Chugu? Digga, ich du musst glaub, morgen sowieso arbeiten. Das gut, Digga. Ja, ich habe trotzdem jetzt schon den vierten Humpen fast leer, Digga. Ja, gut. Das geht nicht mehr lange gut. Das also, du kannst gerne hier bleiben, ne? Aber Dings, Reisen soll man nicht aufhalten. Hey, Digi, ich küsse dein Herz. Vielleicht komme ich dann nochmal später rein, weil ich sehe ja, wo du bist, ich sehe ja, wo ich dann bin. Ja, du kannst ja sonst auch einfach sagen, dass du keinen Bock auf uns hast. Du musst jetzt nicht irgendwelche Rechte machen. Nee, ich habe nur keine Lust, live zu sein. Er will einfach übertreiben, Digga. Bruder, scheiße, ich hab grad echt Bock, Digga. Ja, nee, Jungs, ich küsse euer Herz. Ich bin auf jeden Fall im Chat am Start. Ich höre euch, ich höre dich, wenn was abgeht. Ich liebe euch. Kuss. Möchtest du dich umziehen? Bis später. Hast du dich schon umgezogen, Crowley? Ja. Du siehst gleich aus wie einer von Naruto, Digga. Das sieht nice aus. Sandalen. Nein, Digga, wie cool die Schuhe sind. Oder soll ich Sandalen erlassen? Nein, du musst die Schuhe anziehen. Oh, man kann Kontaktlinsen tragen. Gegen Augen. Ja, braun, ne? So wie ich auch hier habe. Oder violett. Violett sieht ja richtig cool aus. Ne, Haselnussbraun ist cool, so wie ich habe. Habe ich Haselnussbraun? Ich muss kurz gucken. Braun sein, ne? Oder weiß. Digga, weiß ich auch gerade. Naja, wenn du im Haselnussbraun passt. Neues Outfit, Baby! Ich finde das mit dem Fangen so nice, weißt du, dass du nicht extra in den Kampf rein musst, um die Dinger zu fangen. Du trägst nun die Uniform des Forschungstrupps. Bam, bam! Gut. Hier auch machen wir zack.